Herzhofen wird zur leichten Beute des Europameisters. Auch deshalb, weil ein neuer, ernstzunehmender Widersacher, der Komet von Martin Ortgras, noch nicht so richtig läuft. Und noch ein Neubau wird hier in Füchtdorf zum zweiten Meisterschaftslauf erwartet. Einer, der wie Martin Ortgras die Messlatte ebenfalls an Kemeles Giganten angelegt hat. Heinz-Josef Hörstkamp, ein Puller der ersten Stunde mit zahlreichen nationalen und internationalen Erfolgen, hat kräftig nachgelegt. Der neue heißt Green Fighter und die beiden Allison V1710 hat Hörstkamp in seinem Class-Team selber aufgebaut. Für über 2000 PS ist jedes dieser Aggregate gut. Jungfernstart. Super Standardklasse. Neben den Hotdogs Struwwelpeter, Green Hucky und Fiat Super Agri hier einige weitere Akteure. Harald Krauch mit Platzhirsch, der Johnny. MF Powertronic aus Bayerischem Stall. Die Deutsche The Snake vom Mühlenbrock-Clan. Snoopy aus dem Münsterland. Bestoff, Pröbsting. Elstal Power vom badischen Landwirt Rolf Ludwig und Blue Chicken, der Ford von Nordlicht Klaus Radke. Put the Hammer Down. Extrem gequältes Eisen bei den Wölfen im Schafspelz. Und es wird nicht nur stetiges Fallen an den Fahrkünsten sein, was am Ende die Meisterschaft sichert. Doch wie geht das Derby in den freien Klassen aus? Komet hatte Probleme mit der Zehnscheibenkupplung. Kein Full Pull und damit auch nicht dabei im Stechen.
Aber Peter Daniels mit Hacki legt gleich los, zankt sich mit Eugen und Hörsti auch um die ersten Zähler in der Sonderwertung zum 5000 Mark schweren Klaas-Pokal. Zuerst natürlich Bremsschlitten zurückgezogen und Bahn gebügelt. Also war überraschend gut, also ich hatte damit nicht mit gerechnet, dass da so viel Kraft hintersteckt, hinter zwei Motoren. Das kann man auch Eugen verstehen, dass er ab und zu zittert. Viel weniger spektakulär, dieser Bekannte aus der Standardklasse 6000 Kilo. Die Motorleistung würde nicht ausreichen, um den anfänglich leicht zu ziehenden Schlitten dadurch zu überlisten, dass in dieser Phase kräftig beschleunigt wird und mit Einsetzen der Bremswirkung vom aufgebauten Schwung gezehrt werden kann. Klassische Zugkraftübertragung, abhängig von Gewicht, Reifen und Zugpunkt, entscheidet über die Positionen auf dem Treppchen.